Dass ich mich schon vorher so ewig genuckelt hat. Oder? Ja, ich habe hier wieder meinen Frequenzrekord geknackt. Dein was? Mein Frequenzrekord. Wow, was heißt? 327. 327. Oh, ich wollte gerade sagen, wie hast du das Ding gemacht, ey? Aber selbst 127 ist ja schon zwei die Minute. Ja, mehr. Jetzt mal davon ausgehen, dass ich nicht vor 3 Uhr angefangen habe. Ah, okay, stimmt, ja. Ja, aber im Durchschnitt halt, aber das ist trotzdem schon, schon richtig nice. Aber ich glaube, was hast du eben gesagt, verdienst du nichts, ne? Alle ohne Haken, oder wie war das? Nein, kommt auch keiner am Geld, gibt das nicht wirklich. Ja, okay, du machst. Ja, hey, du machst das ja nicht dafür, das Geld habe ich ja. Habe ich. Zum Glück abgefahren. Nee, ich bin jetzt hier am Kloppen mit einer guten Frequenz und die sind alle so im Schnitt. Ja, okay, die ersten hier. Was hast du dafür einen Clip? Nein, was? Hast du dafür einen Clip von 30? Ja. Das würde ich nicht mal zu dir stellen. Ich habe mir gestern den Ferne geholt. Im Ernst? Ja, zwar nur eine erstmal so mal reinzuschnüffeln. Direkt hoch einsteigen, oder was? Ja. Was ist die, 25 Kilo Stücke. Meine ich doch. Also, nee, die stärkste, aber meine ich, ne? Geworfen. Bitte? 10 Kilo Amur habe ich mir schon ins Gesicht geworfen. Geil. Ja, das ist schon. Ein Abriss habe ich auch schon hingekriegt am Bärensee. Aber der war sowas von einfach. Das war wie mit der UL. Einfach boom, explodiert. Tschüss. Okay, was war denn das dann für ein Fisch? Ja, keine Ahnung. Sehr wahrscheinlich ein ziemlich großer Fisch. Ja. Das war halt am Bärensee, da an diesem Amur. Alles mögliche Spot, wo Bär offen saß. Ja, okay, aber Amur kann auch sein, dass der dann nicht so groß war und dass der einfach mit Vollpower da. Ja, sehr wahrscheinlich, wenn der mit 15, 20 Kilo oder so richtig in die falsche Richtung geht. Genau. Keine Ahnung. Ja. Aber es war halt auch wirklich, da war gar nichts. Der ist einfach durchgegangen. Da ist nichts kurz gestockt oder irgendwas kurz, sondern einfach nur so. Okay, geil. Denkst du so, oh, geh ich jetzt vorwärts? Nee, machst du nicht, ist schon vorbei. Ey, war eine Barbe nicht? Ab wann ist denn die Trophy? Ich habe gedacht, ab 6. Da muss ich mal ganz schnell, ganz kurz nachgucken. Ab 6,15. Hör auf, Junge. Das habe ich nämlich auch gerade vermutet. Aber, wie gesagt, ich guck mal schnell. Oh, ab 8 Kilo. Habe ich mir aber gut vertan, ey. Wie komme ich denn auf 6 Kilo? Ich meine, wenn es schon nicht scheppert hier im Spiel, also klingelt hier Trophy Sound, dann brauchst du ja eigentlich nicht gucken, dann ist es halt keine Trophy, aber ich war eigentlich der mal. Wie weit man daneben darf. Bitte? Ja, wie weit man daneben darf. Ja, eben. Ja, aber ich war eigentlich der Meinung, ab 6 Kilo, ja, keine Ahnung. Irgendeine andere. 22, 27 läuft wieder, das wird auch witzig, obwohl ich diese Woche eigentlich nichts machen wollte. Ich werde Russen kloppen, Junge. was ist heute? Montag, ne? Hast du, willst du nicht entspannt mal in die Woche das gehen? Das geht nicht. Also ich werde diese Woche nichts, hab keine Zeit dafür. Mehr. Also ich werde ein bisschen was machen können, aber ich werde nicht durchziehen können. Okay, ja, dann ist eh egal, ne? Morgen muss ich zu meiner Oma, übermorgen hab ich Scheiße beim Arzt da. Ah, alles klar. Wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag für ein paar Tage zu meiner Mutter, weil meine Schwester da ist.
Okay. so weiter, da ist es ganz gut vergessen. Ja, nee, dann kannst du ja Samstagabend noch mal anfangen. Ja, das. Oder am besten Oder sich die nächsten drei Sonntagmittag. Tage die Leute zum Schwitzen bringen. Ja. Ja, aber das kann ja für dich auch böse enden. Dann landest du auf dem siebten, achten Platz, genau da, wo du landen wolltest. Ja, das muss man dann abwägen, was man bis dahin stehen hat. Ja, okay. Ja, wenn jetzt 122 da der Russenspot wieder läuft, da werde ich auf jeden Fall jetzt, immer wenn richtig gutes Wetter dafür ist, auf jeden Fall da hingehen. Erstmal Da muss da man halt mal gucken, was man da dann wirklich fängt, ne? ein bisschen rumhängen, okay. Wenn man da halt ein paar richtig dicke Viecher rauszieht, dann hat man ja auch schon stabile Punkte, auf denen man dann am Wochenende aufbauen kann. Das reicht. Du musst halt dann, ja, du musst das Glück halt, ne? Ja, Glück ist da, ja. Samstag habe ich 13.000 Punkte gemacht. Dieses Ja, hast du Fass mache ich gesagt. Ja, gar aber nicht auf. ey, das ist nicht normal, ne? Das Ja, darfst du nee, nicht ich wollte einfach als. Glück haben, ganz einfach. Ja. Aber ich habe nicht mal besonders viel Glück gehabt, weil ich habe nicht einen einzigen Störspot gefunden, den ich gesucht habe. Ich war 10 Stunden am Störe suchen, ich habe nur Wälse gefunden. Also ich habe so richtig Glück gehabt. Es ging komplett über andere Fische dann. Ja, schon krass, ey. Wirklich Glück gehabt hätte, hätte ich die Blattstörer gefunden. Hätte mir darüber nochmal 4.500 Punkte reingezogen. Und so weiter. Aber das hat alles nicht funktioniert. Nein. 7 Löcher, 7 Wälse. Ja, überall mal reingehalten, ne? Bitte? Mit Haken, aber ohne Chatgewicht. Ah, okay, das ist 15 Gramm Türker-Sardine. 15 Gramm? Geil. Hat einen Haken, aber taucht noch nicht im Chat auf. 16 Gramm taucht im Chat auf, 14 Gramm hat keinen Haken. Ja, die haben ja auch nicht viel Spielraum, das muss ich auch sagen. Ja. Irgendwo müssen die ja trennen. Richtige Richtung geht. Oh, eine richtige Laube. Was heißt denn hier eine richtige? Nicht Schwarzmeer, sondern Laube, Laube. Ach so. Eine Laube, Laube. Küffi-Laube an sich. Ha! Nie wieder Köfis. Ich werde sie alle verkaufen. Nee, nee, nee. Hase, was passiert hier gerade? Ist irgendwas davon, ja, okay, nicht. Nee, ist alles nur Beifang, aber es ist halt Beifang, den ich hier seit Stunden nicht hatte. Das ist halt der Punkt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon eine Hase hatte, seit ich hier heute stehe. Lauben hatte ich schon zwei, drei Stück. Das ist nicht ganz die erste. Okay, das geht klar, meinst du mit den Lauben? Und dann direkt noch eine Hase. Ganz kurios, gleich kommen die echt, oder? Warte. Ah, eine dicke Nase. Okay, doch nicht dick. Warum sah die so dick aus? Müd, müd, müd.
Dann ist der scheiß 22er Ratenschlag. Warum? Ist so groß. Zu groß? Brauchst du einen 24er? Ja, ich kann da dann keine Eintagsfliege dran nehmen. Ach, ja, stimmt. Ist das bei dir da Rare-Karpfen-Gebiet oder mehr so? Bitte? Ist das bei dir Rare-Karpfen-Gebiet oder mehr so Nee, normale überhaupt Masse-Klasse? nicht. Ich weiß nicht, ob es am Köder liegt. Ich glaube, das liegt eher am Köder, weil hier ist ab und zu mal schon. Also hier diese ganz selten, die Geister und sowas, die eigentlich gar nicht. Aber gestern habe ich hier auch mit demselben Köder, ich glaube, das waren auch 6 oder 7 Geisterschuppenkarpfen gefangen. Da könnten schon ein paar bei sein. Ich bin mir also nicht ganz sicher, ob es der Spot oder die Mischung ist. Also das Futter ist. Oh, auf jeden Fall, die sind hier schon ganz merkbar seltener oder nicht vorhanden. Ah, shit. Shit, shit. Oh, Entschuldigung. So, 10 Minuten habe ich auf jeden Fall noch Happy Hour. Dann gehe ich erst einmal gucken, was ich da in der Stunde jetzt gemacht habe, weil das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, ich bin ja im Moment eh auf Silber aus. Ja, hier gute Frequenz. Die Fische sind alle relativ dick und relativ. Also die sind nicht so klein, da sind natürlich ab und zu ein paar Ausreißer, die sind dann kleiner oder auch mal was größer. Aber generell glaube ich, könnte das schon gut rentabel werden. Das hätte ich fast abgerissen. Abgerissen, was? Ja, ich dachte, der Fisch wäre mega klein. Bin einfach rückwärts reingesprintet, aber hatte dann doch 300 Gramm. Das ist dann gar nicht so cool. Da kannst du auch an so Fischen komplett ganz entspannt deine 2,5 Kilo schon wegfetzen. Ach, 2,5? Die hätte der da ja, auch geschafft? Gerade. Hm? Die hätte der auch geschafft? Ich hätte gedacht, deine 1 ja, wenn Kilo ich da schon. reinsprinte, ganz Ja, okay. Bin ja noch unter Wasser. Die 1 Kilo Schnur ist mir hier noch zweimal gerissen. Was ist gerissen? Die 1 Kilo Schnur ist mir hier noch zweimal gerissen. Ja. 2,5 Kilo habe ich bis jetzt nur einmal durchgekriegt. Und das war auch wirklich so eine Aktion mit ja, anhauen und dann rückwärts reinsprinten wie ein Behinderter. Okay, ja gut. Das war halt, ich hatte den glaube ich vorher schon mal in der Hand, habe den halt schon gesehen, dass der klein ist, habe dann die andere Rute reingeholt, habe die wieder genommen und wollte den halt schnell rauspumpen oder so. Weg, der kleine Sichling. So kann das gehen. Ja, nee, das ist dann scheiße. Aber dafür fängt man hier auch mit der Kombi und Spot recht viele Zeilkarpfen. Der Karte, Money. Bitte. Bitte? Bitte die Karte auf. Warte. Ah, ja, wenn ich das sag vorher Bescheid. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Nein, das sieht schick aus, da komm ich gleich hin. Wo? Der sieht doch schick aus, da komm ich gleich hin. Ah, ja, dann. Boah, gestern habe ich jemanden streamen sehen, ne? Und dann gestern habe ich jemanden streamen gesehen und dann geht der hier im Russian Fishing zwischen zwei Wänden durch und ist dann an so einem kleinen See. Und dann denke ich so, wo ist der? Das Level kenne ich gar nicht. Was ist das?
bis ich gecheckt habe, das war in Tunguska, dieser kleine obere See. Ach so, ja. Ach, zwischen den Felswänden, da meinst du? Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, das kannte ich nicht, weil ich noch nie da oben war. Da noch nie? Nee. Ja, okay, klar, dann erkennt man das nicht, ja. Boah, und ich denk so, was zockt der da? Welches Level ist das? Ich hab das nicht, ja, wie gesagt, nicht erkannt, bis ich dann, ja, und der hat dann irgendwann die Map aufgemacht auch, und dann denk ich so, ach ja, alles klar, ey. Der See ist voll cool da oben. Ja, wie gesagt, ich war da noch nicht. Ich war ja Tunguska nur treiben und schleppen, aber, da oben war ich jetzt noch gar nicht. Ich muss sagen, also ich habe da ja auch sehr viel geschleppt, halt, das war aber halt wegen Kohle einfach, muss man sagen, war das echt krass, weil das ist halt einfach Kuuri 8.0 so. Da oben. Nee, Tunguska allgemein. Ach so. Ja. Da gibt's so viel so gute Fische. Ja, viele. Der schlechteste Fisch, der da anbeißt, ist der Seesaibling, und das ist schon der drittbeste Fisch, den du in Kuuri fangen kannst. Ja. Vielleicht könnte man den Tamen noch als schlechter einstufen. Aber warum? Wenn der groß ist, kriegst du dafür doch auch ordentlich. Ja, natürlich, wenn der groß ist, ja. Aber für eine riesen Seeforelle kriegst du auch was. Aber Tamen wird halt 50 Kilo was beim Leveln. Ein eher ernstzunehmender Gegner ist, ne? Ja, das stimmt. Der ist dann halt auch. Der gibt auch nicht so viel. Ich weiß es nicht mehr. Aber die ganzen Lelmas, Lennox, was da alles gibt. Buckellachs. Ja, Buckellachs ist richtig geil. Und 1,5 Kilo Buckellachs, der gibt doch irgendwie so viel wie 60, 70 Tacken oder sowas, ja. Das ist schon geil. Und wusste ich auch nicht, da hatte ich einen Kescher voll wenige Fische drin, aber einen guten Buckellachs, und dann gebe ich das ab, denke ich, boah, wieso habe ich so viel, warum macht das so viel? Dann habe ich mal geguckt und der hat echt gut abgegeben, also an Kohle. Ja, und da gibt es halt extrem viele, ne? Ja, okay, aber die sind dann doch eher so in der kleineren Variante, und die sind dann doch auch erst geil ab so 1,2 Kilo oder so. Ich meine auch von diesen guten, seltenen Fischen. Ach so, mehrere, ja, klar. Ähnliche Kategorie, weil Nelma sind jetzt was größer, aber die geben auch mega viel Kohle. Okay. So. Ich glaube, Nelma. Die ganzen europäischen Eschen und das ganze Zeug gibt auch extrem viel Geld. Ja, die sind gut. 2 Kilo schon Trophy, das sind ja so richtige Kleinfische. Aber ich finde den Mix, der da rumschwimmt, ist schon für Level 30 ein bisschen Kohlefarmen richtig. Ist das schon echt nice, ne? Yama ist effektiver, definitiv. Obwohl, weiß ich auch nicht, jetzt mit einer Route kann ich das nicht mehr. Aber ich war froh, dass ich die letzten 2 Level und das letzte Geld da farmen konnte und nicht mehr Kuuri oder Wolfshot. Ja, hast ja, war es ja recht fix dadurch. Also, 3 Minuten habe ich noch Happy Hour. Happy Hour. Boah, jetzt stehen hier irgendwelche 2 Typen vor der, genau vor meinem Fenster hier und unterhalten sich da voll vor der Tür und haben den Motor vom Auto laufen. Wow. Das hört sich sogar eher an wie so ein kleiner Bus, also so ein Transporter-Ding. Das ist kein kleines Auto, was da steht. Gib mal ein bisschen Wasser aus dem Fenster und dann ruft so komisch, dass ihr so aus dem Hintergrund anhört, ey, auf das Fenster zu pissen. Jo. Ey, bist du schon wieder aus dem Fenster, du Assi? Und die, oh. Du kannst ja ganz schnell wieder zu. Oder? Ja. Doch mit dir, Krieg zu Hause. Das ist the way to go. Oh ja, the only way to go. Ja, so, es geht gar nicht an. Ja. Die Situation fordert es. Ja. Ach, ja, warte mal, ich glaube, die verabschieden sich gerade. Ja, eine ist gerade. Ja, dann auch ruf runter. Tschüss. Tschüss. Immer das Beste, wenn die Leute mehr auf einmal merken, dass man denen komplett zugehört wird. Ja.
Wenn du sagst, ey, Assi, verpiss dich, dann kriegst du genau so eine Reaktion Höflichkeit ist zurück. genauso. Ja. Wenn der Gott sagt, ja, Ja. trotzdem lieb dich, jetzt einfach weiter. Aber wenn du dann merkst, so, oh Scheiße, der hat alles ganz genau gehört, Ja. dann gehst du vielleicht doch mal einen Meter weiter. Schon wieder eine Barbe. Eine Barbie. So, ich glaube, der nächste Fisch, den ich fange, wird keine. Ich muss eigentlich wieder was machen. Ich scheiß Qualifikation auf UL muss ich mal fertig kriegen. Ei, boah, jetzt sagst du was. Ich wollte doch Dingens machen. Da steht was ganz Böses gerade bei mir dran. Das hat sich gestern heute Nacht geändert. Bei was steht das? Da steht nicht mehr Spinnfischmeister 3, sondern jetzt irgendwie Stippmeister 5 oder so dran. Ich will kein Stippmeister sein. Hast du da schon die ersten 5 Stufen gemacht beim Stippen? Offensichtlich ja. Nice. Was fehlt mir denn alles? Was fangen wir Mehr so eigentlich? grunbeabsichtigt. Ich glaube, heute der Sichtling auf Treibangeln war noch mal eine. Also, Okay. ich guck mal. Ja. Der Hast du Sichtling wahrscheinlich auf mehr als Treibangeln war ganz 7000. saft. Was? Der Sichtling auf Treibangeln und dann der 6 Kilo Fisch nachts fangen. Das war's dann. Boah, ne, da fehlt mir noch mega viel. Ich habe den ersten hier, die erste Stufe habe ich fertig, das war's. Aber das ist doch Stippen. Ich habe doch schon einen mit mehr als 3 Kilo rausgestippt, oder? Ich meine, hier steht nein, also offensichtlich nicht, aber. Auf welcher Route denn? Das war doch. Ach so, warte mal, nee. Ja, ich glaube, ich habe den wirklich nicht. Nee, ich habe zuerst gedacht, hier, wo wir mal ein Turnier Also drei gemacht haben. Kilo hört sich. Das hört sich nicht Hast du viel an, gestimmt? ne? Hattest du dir mal welche geholt? Du hattest doch immer noch diese absoluten Telestic Basic Modelle. Nee. Ich habe doch eine mit 7,2 Kilo und eine mit 6 Kilo. Zwei mit 6 Kilo. Welches Stippturnier? Ja, was wir jetzt irgendwann mal gemacht haben, da habe ich doch auch. Das jetzt machen wir jetzt gleich einfach. Was? Machen wir gleich Stippturnier? Nein, jetzt. Ach so, gleich. Ja, ich muss dich Gewinn das leider. zweite und dann kannst du mir deine Grundagenten nutzen. Damit ich Chancen habe, meinst du? Ich glaube, das weiß ich nicht. Was heißt denn Chancen, Alter? Das ist halt. Ich müsste eh mal gucken. Auch womit ich das mache, ob ich das halt mit der Sackermontage oder mit den normalen Naturködern mache. Was läuft denn da besser? Das, mit der Sackermontage kann ich halt diese komischen Ricardo-Köder-Kombis benutzen. Diese Solubé, Ja, Fischlampe, Zulube, ja, ich weiß Scheiße, nicht, was du alles so. meinst. Ah, okay. Mit dem anderen halt nicht. Ja, Aber ich das ist überlasse schon mir ein das halt Vorteil. total damit. Ja. Übrigens hier Geisterschuppenkarpfen, jetzt mein erster heute und das ist der 44. Fisch. Also seltene laufen hier wirklich nicht so gut. Aber Turnier auf jeden Fall gerne, aber leider heute nicht mehr. Hat. Was? Dann komme ich auch nicht mehr zum Bären. Ja, was soll ich da alleine am Bernie rumstehen? Ja, hast auch wieder recht. Ja, nee, ich muss. Mann, in der Enttäuschung. Du Ja. hast doch gestern gelernt, wie das geht. Ich sag, jetzt bist du trainiert. Das heißt, wie man nicht stellt. Ja, eine Nacht durchmachen ist ja okay. War schon heute voll anstrengend hier, voll im Sitzen weggepennt, ey. War schon nicht so gut. Wie gesagt, eine Nacht geht's auf jeden Fall mal klar. Die zweite wäre schon echt gefährlich, ey. Du musst vorbeikommen, ich hab Lust. Ja. Ich muss auf eine Mittelchen. Nee, 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 nee. Dir den Kaffee des Todes. Der Espresso-Kaffee. Neuer Automat. Kaffee 5 mal die 1. So heißt auch einer jedenfalls schon verstehen. Das habe ich heute Morgen im Chat gesehen. Echt? Ja, also Wort wirklich, ich glaube Coffee und dann halt 5 mal 5x die 1. Ja, wahrscheinlich fünffacher Espresso oder so. Am Automaten bei dem auf der Arbeit, oder? Keine Ew. Ahnung. Coffee 5 mal die 1. Der drückt die Tastenkombi jeden Tag.
Kannst du mal deinen Benutzernamen draus machen? Würfelzuckerei umrühren, besser als Pep. So. Eigentlich Kriege ich jetzt Morgenstunden. meine Nashornkäferlarve? Natürlich nicht. Nein. Machst du dann jetzt gar nichts mehr oder machst du nur nicht mehr, nur keine Happy Hour mehr? Oder keine Stunde mehr? Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall hier erstmal rausgehen, offline, also Twitchy-mäßig. Und dann werde ich, glaube ich, 5 Minuten, also ein bisschen bin ich auf jeden Fall noch da, aber lange mache ich heute nicht mehr. Ich wollte eigentlich um 12 Uhr im Bett liegen und wir haben in 10 Minuten 12. Das wird schon knapp. Ja. Das wird eh wieder wie gestern. Oh, ich bin doch immer noch wach. Hör mir auf. Alles vergeilt. Nee, Ich nee, hätte nee. 60 Viewer geraten gekriegt, wenn du einfach nur durchgezogen hättest Wenn und ich nicht zwei nur, Stunden aufgegangen wärst. wenn ich, ja, wenn ich 10 Minuten länger gestern geblieben Dann wäre. wären die ersten 14. Wenn du durchgezogen hättest, hätte der Kev dir nochmal 15 reingewirkt. Wenn die nicht Bär gegeben, wenn du noch on gewesen wärst. Ach so, Bär, ja, okay, stimmt. Die hättest du auch noch kassieren können. Ja. Also ich sag, 50 bis 60 Ja. Viewer hättest du in den 3 Stunden geratet gekriegt, oder in den 2. Es hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Das war auch eine geile Nummer, Wenn du nach aber. 20 Minuten gedacht hättest, ja, ich bin heute vernünftig, ich leg mich hin. Das ist echt, ja, so läuft's, ich kenne das leider. Man Ja, genau, wünscht so es und läuft. weiß es Das nicht. ist das Problem. Dann ist es durch. So, warte mal, lass mich noch hier die Fische rauszwirbeln. Moin. Was, was? Wer? Wo? Kescher voll. Bei dir? Echt? Ja, nice. Fliegt der 300 Link weg. Schnauze voll. Ich geh verkaufen. Ja, mit dem Kescher voll hast du theoretisch nicht viel Alternativen, ne? Kannst ein paar Fische wegschmeißen, aber. Wegschmeißen. Ja, ich sag ja, kannst du was wegschmeißen, aber ist doch eigentlich auch scheiße. Ich habe sehr viel einfach mitgenommen, was ich nicht brauche, also was ich eigentlich nicht hätte mitgenommen, wenn ich nicht einfach Fisch raus. Ich muss die andere Route instant der Taste hacken. Okay. Das ist immer der schnellste Weg, das Fenster loszuwerden. Die gerade weg. Komm schon, Fisch. Put, put, put. Guck mal hier, deine Tülka-Sardine, 21 Gramm. Da ist er gerade gezogen worden. Tülka-Sardine mit 21 Gramm. Da, die Abi-Asche. Ja, aber ist nicht der letzte immer der erste? Also, wenn der jetzt zieht, Das landet ist der nicht einfach über dir? egal. Ich bin dafür der Trophy, nicht für Rank. Ah, okay. Ja, gut, dann scheiß Ich glaube drauf. nicht, dass die Woche überleben wird, ziemlich sicherlich. Ach so, ja, gut, dann. Also würde ich nicht von ausgehen. Ja gut, ich habe doch nur 10 Fische mitgenommen, die ich ja sonst nicht hätte mitgenommen. Diese 10 Fische geben halt lineale 0,3 Silber. Alle 10 oder Alle jeder. 10 zusammen, ja. Boah. Das meine ich, die kannst du einfach alle wegpfeffern und dafür stehst du dann da 5 Minuten länger und hast dann halt 3 vernünftige in der Tasche. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, das lohnt sich schon. Ich kann es trotzdem nicht übers Herz bringen, die. Oh, noch nicht mal ein Köder für Spanien, gar nichts. Oder? Warte, lass mal kurz gucken. Doch, die ganzen Türker-Sardinen, aber die mache ich nicht zu Köder für Spanien. Warum? Bitte? Geben ganz gut Geld, ich wüsste eh nicht, wer damit auf was angeln soll und ja, irgendwo jetzt brauche ich es eh nicht mehr. Ja, aber meinte nicht, wenn die als Köder. 18 Gramm sind die, glaube Okay. ich. Köfi.
Da geben die schon 6 Silber. Boah. Warum soll ich 6 Silber zum Köfi machen und dann hoffen, dass ich jemanden finde, der den gebrauchen kann? Ja. Ja, aber ist es nicht so, dass der auch seinen Fisch haben muss? Also sprich, wenn du den schon als Ködi da... Irgendwas wirst du damit fangen, ja, aber ich weiß ich nicht. Ich kenne niemanden, der damit auch irgendwas geht. Ich habe noch nie in einer Liste irgendwie gesehen, wurde mit Türkasaline gefangen. Vielleicht, weil es noch keiner versucht hat. Ja. Das kann auch sein. Aber das ist halt, ganz davon ausgehen. Das ist nicht wie Laube oder so, dass ich das irgendjemanden anschreibe und jeder sagt einfach nur... Oh, gib her, gib her. Da müssen die Leute dann anfangen zu überlegen, welchen Fisch fange ich damit. Und ja, kennst du ja. Ja, aber es gibt doch bestimmt welche, die da auch so viel, also ein bisschen testen oder keine Ahnung und dann... Sind die besorgen sich ihre Küppis ja wahrscheinlich selber. Ja, okay. Ist bestimmt wahr. So, dann würde ich sagen, werde ich mal hier den Stream beenden. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart, dabei seid. Ich werde euch jetzt auch nicht raiden, weil ihr werdet bestimmt selber irgendwo hinfinden. Bitte? Ich suche mir jetzt Albino-Karp. Oha. Tue das. Wenn du die findest, sag mir wo. Ja, wenn du die findest, sag mir wo. Dann komme ich vor, dann bleibe ich noch on. So, nee, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Danke, ciao.